Ja, auch aus Arbeitgebersicht muss man mal stellen, was sind für Vorteile, was sind für Nachteile. Der wesentliche Vorteil aus Arbeitgebersicht, ich glaube, der ist ganz klar, die Liquidität fließt nicht zur Versicherung, die bleibt in Unternehmen. Die bleibt langfristig im Unternehmen, sicherheitenfrei im Unternehmen und auch zinsgünstig im Unternehmen zu einem Zins, das der Unternehmer selbst festgelegt hat, irgendwo 2, 2,25, 2,5, je nach Großzügigkeit gerne auch mehr. Er generiert darüber hinaus über die Liquidität in der Regel noch Steuervorteile, gerade durch Arbeitgeberfinanzierung werden noch Steuervorteile generiert. Er profitiert auch von einer Fluktuation. Auf der anderen Seite hält er auch eine Fluktuation nieder, weil es nämlich im höchsten Maße mitarbeiterbindend ist. Und er kann die Mittel schlichtweg frei einsetzen, er kann von Banken unabhängig werden, hat Vorteile in der Mitarbeitergewinnung, in der Fachkräftegewinnung, in der Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung. Das sind aus Unternehmersicht die wesentlichen Vorteile. Ja, und der Nachteil, es gibt aus meiner Sicht nur einen Nachteil und den würde ich nicht als Nachteil bezeichnen. Das Einzige, was zu beachten ist, sagt er den Mitarbeiter 100 Euro plus 2% Zinsen zu, dann werden es irgendwann einmal, keine Ahnung, nach so und so vielen Jahren Laufzeit, zum Beispiel 200 Euro, dann muss er auch wirklich die 200 Euro am Tisch legen und bringen. Das heißt, die Verzinsung, die er zusagt, die muss auch in irgendeiner Form gebracht werden. Entweder in der Unterstützungskasse, in der steuerfreien Einheit oder der Unternehmer nutzt das Geld selbst im Unternehmen, tilgt damit Konto Korrent oder Ähnliches und erreicht damit die Verzinsung.